Ihr fragt euch jetzt sicher, was hat der Mundschutz eigentlich mit Musterwalzen zu tun? Und den Mundschutz hat mir netterweise die Lisa Bregner aus Schwarzenbach an der Saale von Anna Blume genäht. Und zwar hatte ich noch einen Stoffrest über. Das ist in der Bütte gefärbter, blau gedruckter Stoff. Da hat die Zeugfärberei das Muster oder den Papp mit der Walze 1638 aufgerollt und den Stoff dann anschließend in der Bütte gefärbt. Und da hatte ich noch Stoffreste über und dachte ich, ich zeige euch mal, was man damit machen kann und führe den Stoff noch einer schönen Verwendung zu. Und so kam es zu diesen Masken.